Ja, und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge Project Cars und auch einem neuen Fahrzeug, was wir uns heute anschauen werden. Nämlich das US Car Pack ist rausgekommen und mit in diesem drin ist das 2016er NASCAR von, Stock Car von Ford, der Ford Fusion, den wir hier wunderschön fahren können. Wir fahren heute 15 Runden auf Watkins Glen mit insgesamt 39 KI-Kollegen und werden mal ein wenig schauen, wie viel NASCAR-Flair wir denn hier nach Project Cars reinbekommen, weil viel NASCAR-Flair kann ich euch so erstmal nicht bieten, weil es gibt keine vernünftigen Ovalstrecken hier im Spiel. Von daher habe ich jetzt mal eine andere Strecke genommen, weil die NASCAR fährt, die NASCAR fährt natürlich nicht nur Ovalstrecken in ihrer Saison, sondern natürlich auch Roadkurse, wie eben auch hier Watkins Glen, und deswegen habe ich hier einfach mal mit reingenommen und ist trotzdem auch eine sehr, sehr schnelle Strecke, dadurch, dass sie eben die kurze Variante in der NASCAR fahren und nicht eben die lange mit dem ganzen, sagen wir mal, äußeren Schnickschnack mit den ganzen engen Kurven noch, weil wir fahren ja hier nur die eine Schikane, ist die, glaube ich, das engste, was es an Kurven so gibt für die Strecke oder auf der Strecke hier von der NASCAR-Variante, die wir hier fahren. Und warum habe ich so viele KI-Leute genommen? Genau, damit es ein bisschen Action passiert, weil die KI hat eine bestimmte Menge, sagen wir mal, gerne ein wenig abgefuckt rumfährt und das passt ganz gut zu NASCAR. Wir wollen ja ein bisschen Action auf der Strecke haben. Wir werden natürlich nicht diese Unfälle haben, wie sie da in echt haben. Wir werden auch kein Bump-Drafting haben wie in echt. Also in echt ist ja dieses, dass wir wirklich an Stoßstange fahren. Das ist natürlich trotzdem auch hier auf so Roadcurses natürlich auch in echt weniger tun, ganz einfach. Aber wir werden halt Project Cars einfach mit Stockcars haben. Es ist auf gar keinen Fall eine richtige NASCAR-Simulation, da sind wir weit von entfernt. Aber trotzdem machen diese Wagen, muss ich sagen, eine Menge Laune. Ich bin gerade schon mal ein, zwei Proberunden natürlich im Voraus gefahren. Und ich kann so viel sagen, der Ford Fusion macht schon Laune. Man muss ein bisschen aufpassen beim Rausbeschleunigen, dann ist er ganz, ganz schön giftig. Und man muss halt so sehr viel mit der Bremse und Gas arbeiten, weil wir haben nur fucking vier Gänge, von daher ist da nicht viel mit Schaltung, was wir damit steuern können. Sondern wir müssen relativ viel eben mit Gas und Bremse hier den Wagen im Griff halten und natürlich auch mit dem, sagen wir mal, leicht überdimensionierten Lenkrad, was wir da in der Hand haben, weil das ist ein ganz schönes Schiffrad, was wir haben. Und was irritiert ist, was natürlich ganz normal ist bei Stockcars, unsere Vorderleute haben keine Bremslichter. Das hat hier alles so wunderschön aufgeklebt. Von daher sollte man sich nicht darauf verlassen. Wenn die langsamer werden, dann sind sie wahrscheinlich schon länger am Bremsen und nicht gerade in dem Moment, wenn man sich das realisiert. So, wir sind schon mal auf 38 vor. KI steht nur auf 80, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Beziehungsweise auch, weil ich Project Cars so regelmäßig spiele, sonst so derbe aufs Maul kriegen würde wahrscheinlich. Nicht den Curb cutten. Opa, leider wird es ein bisschen enger. Ist immer noch neben uns. Und zieh doch einmal durch, ist dem scheißegal. Na, mal ein bisschen Bumpdrifting, warum nicht? Wir schieben halt trotzdem ein bisschen. Das war auf jeden Fall gewagt, dass du jetzt noch vor mir rausziehst, wenn ich gerade am Anbremsen war, du Arsch. Da noch nichts neben mir. Ja, oh, der kommt da auch wieder, aber wie? Keine Rücksicht auf Verluste hier. Boah. Man muss ein bisschen aufpassen beim Rausbeschleunigen und so gucken. Da wird die Hinterachse gerne sehr, sehr leicht. Da muss man auf jeden Fall erstmal das gar schon ein bisschen Luft und dann anfangen mit dem Lenkrad erstmal wieder in den Wagen wieder in seine Spur zu ziehen. Sonst machst du nämlich ganz schnell den Abgang und hast eine Rauchwolke hinter dir hinterlassen. Also schön die Curbs natürlich mitnehmen, das geht mit dem Fahrzeug gut. Ich kann direkt innen reinstechen. Ah, er ist noch dran. Jetzt aufs Gas. Boah. Die machen, wie gesagt, richtig Laune. Vom Sound finde ich sie auch sehr, sehr anständig für NASCARs. Kann man auf jeden Fall, finde ich, so weit nicht meckern. Und wie gesagt, fahrerisch sind sie doch sehr, sehr schön zu fahren. Nicht zu schwer und das Einzige, was ich mir jetzt halt wünsche, dass wir noch ein paar wirklich richtige Ovale reinbekommen. Wir haben kein Indianapolis, wir haben kein Daytona. Weil das sind halt so Strecken, wo du halt solche Teile gerne fahren würdest. Weil wir haben auch mit dem US Car Pack in Indycars reingekommen, der Levers. Und die wirken halt noch spannender, weil die sind halt, mit denen kannst du halt auch nur die World Courses fahren. Davon haben wir jetzt auch nicht so viele des offiziellen Kalenders, aber wir haben zum Beispiel, was geil wäre, wäre Long Beach, haben wir leider nicht. Ja, schön, die Kuppel, da muss man aufpassen, da wird der Wagen sehr, sehr leicht, rutscht da ganz schön gewaltig hin und her. Wir holen jetzt hier gerade gut auf. Die Lackierungen sind nebenbei natürlich wieder, wie der Project Cars typisch, alle erfunden, also es sind keine offiziellen Lackierungen der 2016er Saison bei. Wäre geil gewesen, aber wir haben eben jetzt eben nur das offizielle Fahrzeug, aber die Lackierungen, sagen wir mal so, die sind vom Style her sehr, sehr nah an echten NASCAR-Fahrzeugen.
Und da kann man dann auch doch mal sagen, haben sie ganz gut gemacht. Sie sehen auf jeden Fall so aus, wären es echte NESCA-Lackierungen. Das passt vom Style. Da stört einen das jetzt auch nicht so sehr, dass sie jetzt eben nicht echt sind. Beziehungsweise man hat sowieso wenn der Fahrt relativ wenig Zeit, die ganze Zeit drauf zu achten. Ich kann nicht so viel sagen, man kann hier nicht viel mit der Motorbremse arbeiten, weil warum? Ja, man hat nur vier Gänge. Wenn du jetzt, bis du hier zurückschalten darfst, musst du halt erstmal so lange bremsen, dass er halt wieder in den Drehzahlbereich dafür kommt. Das dauert ein wenig. It looks like your best opportunity to overtake is under braking for the slow corner. Find slipstream past him on the straight. Ich fährt ja mal relativ weit raus. Ich denke mir halt so, ich halte mich mal an die originalen Linien. Nächstes Mal baller ich da auch einfach über den Körper drüber, wenn ich es eigentlich anscheinend darf. Aber wenn die KI das macht, darf ich das ja auch. Versuchen wir es hier mal anzuziehen. Ich muss diese Kanten hier auslassen, weil die sind böse. So, wir sind dran, jetzt versuchen wir den reinzustecken. Mal gucken. Der hält wirklich gegen. Ja, da muss ich aber jetzt auch über die Wiese, weil irgendwo muss ich ja auch noch hin. Wow. Ja, ganz schön böse da einfach durchgezogen. Es war dem scheißegal, dass er gleich gerade Traktor spielt. So, 7 Plätze haben wir hinter uns. Und ich habe mein wöchentliches Training hiermit auch absolviert. Das war viel zu spät, scheiße. Und hier vernünftig auf die Strecke kommen, weil jemand abräume. Da ist auf jeden Fall auf dem Außen jemand gewesen. Weil ich darf das Lenkrad ganz schön gerade halten. Das Fossil habe ich natürlich wieder ein bisschen runtergestellt. Das Podcast habe ich natürlich wieder viel zu stark eingestellt. Beim Bundesrat habe ich zumindest beim Tippzug ist das der Fall. Ja, man hat schon ganz schön Spaß hier am Kurbeln, weil man muss. Der Wagen arbeitet viel. Er ist nicht so, dass er nonstop am Ausbrechen ist, aber er schlittert halt immer so ein bisschen hin und her. Und in der Spur zu halten ist halt das Anstrengende. Nochmal ein Rückspiegel oben links, ja. Kaum ein bisschen ran, war natürlich jetzt auch gerade keine gute Fahrt von mir an der Stelle. Schön cutten. Ja, komm rüber. Sehr gut. So, mal gucken. Das war schon besser angebremst. Ah, nicht hier cutten. Shit, kommt gerade, boah. Habe ich jemanden innen, ne? Ja, der ist innen durch. Wie ich halt nicht rauslerne, die ganze Zeit so, fahr nicht über die Kante, zum dritten Mal über die Kante, dann ist es auch kein Wunder, dass mir dann der Wagen irgendwann weghaut, weil der schlägt halt so gegen diese Kante einfach auf. Ich muss sagen, jeder Abschnitt ist mit am schwersten zu fahren, weil er hier an dieser Kuppe, ihr seht, wie sehr ich da beim Lenkrad hinterher wacke, weil er nämlich mega leicht wird und du komplett fast den Bodenkontakt verliert und dadurch halt gar keine Kontrolle mehr über den Wagen weg hast. Das ist an der Stelle nicht allzu geil. Sorry, das war keine Absicht. Ein bisschen weiter raus. Ich sehe gerade im Hintergrund, dass der Gelbe einfach mal eingeschätzt ist. Ist also typisch Project Cars KI. Die Scheiße schaut halt nicht, ob da jemand kommt. Ist ja egal, da wird einfach reingezogen. So hört sich das. Aber ich finde es ja trotzdem cool, dass wir jetzt NESCAs drin haben, weil ich finde NESCA ist eine sehr geile Kategorie. Ich finde grundsätzlich Stock Cars halt sehr geil. Wir haben hier schon die Caper Monterey Stock Cars, sind aber eben. Soweit ich weiß, glaube keine echten, oder? Das meine ich, glaube auch eine erfundene Marke von Slightly Mad. Und die haben wir ja schon, eher so die Oldschool Stockcars. Jetzt aber halt wirklich was richtig aktuell modernes, wirklich eine aktuelle NESCA-Klasse. Natürlich wäre aber geil, wenn wir die Konkurrenzfahrzeuge auch noch hätten, von Toyota, Chevrolet und sowas. Leider haben wir jetzt eben nur von Ford, das wird, denke ich mal, auch dabei bleiben, weil die NESCA-Lizenz liegt ja aktuell bei Technics. Die machen ja damit ihre NESCA-Spiele im Moment. Und ja, deswegen, komplette Lizenz werden sie kaum bekommen, aber ein so ein Fahrzeug aus der Klasse ist natürlich immer mal möglich. Das ist natürlich trotzdem sehr, sehr geil, dass wir dann hier eben einen schönen Wagen fahren können, weil ich finde den Ford Fusion optisch relativ ansprechend. Jetzt kann ich nicht nach hinten gucken, da. Warte, wenn wir gehen mal auf der Geraden nach in die Außenbüsse, die wir gehen, damit ich den Wagen mal kurz ein bisschen zeigen kann. You're right on his tail. Pile on the pressure and force him into a mistake.
Aber wir sind dran an ihm. Ist mal rausgekommen. So. Ja, mal kurz die Außenperspektive. Ja, aber unseren wunderschönen Ford Fusion. Ich finde die Front halt mega böse und ist auch schön dreckig geworden für unsere Karre. Bin schön dran an ihm. So, wir lassen uns auch nicht abhängen, würde ich mal behaupten. Schön dran, schön dran. Bisschen schieben, bisschen schieben. Alles gut, soweit erlaubt. Gucken wir zurück. Vielleicht kommen wir ja irgendwie trotzdem hier vorbei. Oh, das war mein Fehler. Ich bin dann auf die Wiese gekommen. Oh fuck, jetzt ist er weg. Shit, boah. Aber wie? Scheiße. Und das ist mein letzter. Fuck. Boah, da ist die Front hier richtig hochgegangen. Scheiße. Ja, ich muss ja so sagen, dass die Auslaufzone ist ja leicht abfallen. Also die geht ein bisschen nach hinten und geht hier runter. Ja, es hat zu viel gewollt von mir. Ich habe zu viel Druck gemacht und bin dann leider eben aus dem eigenen Fehler in auf die Wiese gekommen und dann fängt der Wagen zu schlingern an. Dann ist es wirklich schwer, das Auto wieder abzufangen oder gerade zu kriegen. Versuchen wir mal wieder aufzuholen. Mal gucken, wir haben ja noch ein paar Runden Zeit. Ist ja noch nicht zu Ende. Die sind da vorne noch in einem ganz guten Pulk. Das kann uns natürlich helfen, dass wir jetzt ein bisschen aufholen können. Jetzt einfach ein bisschen ruhiger fahren und jetzt eben nicht so voll auf Kampf wie jetzt gerade die letzten Runden, weil da waren wir ja mega aggressiv unterwegs, um vorne ranzukommen. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, aber das Problem ist, die können ja fahren ja auch gerade ihre Windschatten da schön, dadurch kommen sie auf den Geraden, mir natürlich ein bisschen weg durch ihre Windschattenfahrten. Dass wir den Wagen hier nicht verlieren. Für den innen bleiben auch nicht zu sehr cutten, weil da waren wir jetzt mega unruhig. Ja, wir kommen auf jeden Fall ein bisschen ran. Gucken, ob wir in einer der letzten Runden jetzt vielleicht nochmal ein, zwei Duelle dann fahren können. Das wäre ganz schön. Wie gesagt, so Nesca-Flair geht natürlich erstmal nicht, weil wir die Strecken, passenden Strecken dafür fast gar nicht haben. Wir haben, glaube ich, ein Oval oder sowas haben wir, wenn ich mich irre. Aber ja, ich glaube, das ist einmal diese Teststrecke und sonst. Ich glaube, haben wir sonst überhaupt Ovale? Ich glaube, gar keine bisher. Und das ist halt das Problem, uns fehlt halt sowas noch im Spiel. Und die KI ist natürlich auch nicht dafür ausgelegt. Also zum Beispiel die Nesca-Spiele von Eutechnics, da ist die KI wirklich darauf ausgelegt, das Bump-Drafting zu machen, im Pulk zu fahren und allem drum und dran. Dafür ist die KI hier nicht gemacht, weil die ganzen Rennserien, die wir im Spiel haben, das sind ja GT-Rennserien und sowas. Und da ist das in der echten Rennserie nicht der Fall. Und von daher fährt die KI halt so auch mit diesen Fahrzeugen hier wirklich nicht ganz richtig im Verhältnis, muss man ganz klar natürlich sagen. Nicht drüber reden. The driver ahead extended his lead to 1 second. Can still catch it. Gucken, ob wir noch rankommen. Fährt sich, wie gesagt, sehr, sehr angenehm, das Teil. Man muss halt wirklich die Grenzen kennen. Er ist ein bisschen am Schlingern, arbeitet viel. Könnt ihr aber gerne auch mal bei der Nesca-Doku oder sowas reinschauen, oder wo Nesca-Fahrer über das Fahrverhalten dieser Fahrzeuge reden. Nesca-Fahrzeuge sind nicht so einfach zu fahren, wie es aussieht. Die Dinger sind nonstop am Arbeiten, wollen dich eigentlich nonstop killen, auch im Oval. Die sind nie wirklich ruhig am Fahren, die Fahrzeuge sind immer sehr, sehr unruhig. Du musst immer sehr, sehr viel tun, um die Spur zu halten und sowas halt. Deswegen, das sind schon ganz schöne brachiale Monster. Man muss aber auch überlegen, wie viel PS hier drunter schlummert. Das Ding ist ja nicht, sagen wir mal, underpowered, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Das Ding hat schon gut Bums. Gerade schön durchgekommen. Komm rum. Yes. Ich würde gerne noch in einer der letzten beiden Runden noch irgendwie ein bisschen rankommen, bis in einem Platz noch gut machen, bis nicht letzter werden. Das wär schon ganz geil. Gucken, ob wir das vielleicht noch hinbekommen. Ja, wir kommen jetzt nochmal gut ran. Wir müssen vielleicht einfach noch auf ein, zwei Fehler hoffen. Aber wenn ich gerade das schön im Pult fahren kann, jetzt erstmal sein, dass ich mal gegenseitig vielleicht stark ausbremsen.
Come on, this guy's just in our way. Big push now, let's fight our way past. Ja, okay, unser Ingenieur sieht es exakt wie ich. Sehr gut, da wollen wir mal Attacke fahren nochmal. Letzte Runde nochmal hier voll auf Angriff. Boah, das war schon hart am Limit. Huhuhu. Wer sich fragt, ja, Schaden ist ausgestellt. Weil falls sowas passiert, werde ich nicht unbedingt das Rennen direkt komplett weggeschmissen haben. Na komm schon. Gibt's ja nicht. Haben noch zwei Runden. Ich will noch einen Platz gut machen. Komm, als was wolle. Danke, dass er in bestimmten Abschnitten langsamer ist. Hätte ich mir jetzt sicher rechnen können, dass ich rankomme dadurch vielleicht. Boah, das war schon wieder. Also bei dem Abschnitt habe ich jetzt gerade echt beide Runden mal mega Zeit verloren. Jetzt hatte ich gerade mega Glück, weil links kommt ja noch so eine leichte Kante in der Leitplanke. Da habe ich viel Glück gehabt, dass ich jetzt nicht doof dran hängen geblieben bin. Aber er hätte mich jetzt nicht komplett weghauen können im Moment. Komm rum, komm schon! Na ja, der verliert gerade auch noch jemand Plätze. So, eine Runde haben wir noch. Wird auf jeden Fall schwer, dass wir noch was gut machen. Ich würde es mir mal wünschen, komm schon, Mann! Ein so ein dummer Fehler gewesen, wo ich ein bisschen zu übertrieben habe und der hat mir jetzt das ganze Ring gekostet. Okay, mate, let's see if we can get him on this lap. Try to force an error. He's under big pressure now. Come on, you can take him. Komm, 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 komm. Einen Platz kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Irgendwo kriegen wir ihn noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, wie nah wir dran waren, Mann. Ich hätte auch noch mehr. Ich bin ein bisschen vom Gas gegangen, weil ich hätte den Tier schon anschieben können. Problem ist, in den Kurven fährt die KI dann immer passiv und fährt dann einfach neben die Strecke. Also die juckt das schon gewaltig. Dann haust die halt einfach von ihrer Position weg, leider. Ja, schade. Nee, wird leider nichts mehr. Kacke. Müssen wir leider mit unserem letzten Platz leben. Aber sehr, sehr geile Fahrzeuge auf einer schönen Strecke. Ich kann es auch schön mit der KI fahren, finde ich. Und ja, ich würde mal sagen, damit sind wir auf jeden Fall raus aus dieser kleinen NASCAR-Folge von Fusion Stockcar-Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Es wird auch noch ein paar andere Folgen hier zu dem US Carpack geben, weil ich mir die anderen Autos auch gerne nochmal anschauen möchte. Insbesondere auch den Cadillac GT3 und sowas alles. Und ja, damit wäre ich raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.